Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir es. Natürlich. Wir können eine höhlenmassive Felswand einreißen. Und das kleine Kind weiß natürlich, dass Geralt Zauberkräfte hat, ne? Ist ganz normal. So, ja, benutzen wir. Ich muss erstmal was essen. Ein bisschen Schmackofatz und so. Vitalität, Regeneration. Ich bin gespannt, wie das jetzt läuft. Kann ich überhaupt schon Schwalbe herstellen? Ich weiß es gar nicht. Denke mal nicht, ne? Hallo? Hier, Kamera, Schatztruhe. Das wird... Wow. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Was bist du? Silberner Ring mit Rubin. Kann verkauft oder verschenkt werden. Na gut, verkaufen tun wir eh alles. Buch des Waldkauzes. Oh. Schön, dass die Salamandra Hexertränke auch gestohlen hat. So die Rezepte. Fackel ist auch toll. Fackel ist immer gut. Schön. Hat sich ja schon gelohnt, hierher zu kommen. Kessel. Da haben wir einen Kessel. Was mache ich damit? Kann ich da kaufen? Kinder. Aha, schön. Hammelbeine. Haben wir auch schon ein paar davon. Speise. Ich kann gerade nichts essen. Schön, wie hier die Kinder sind. Sie wollten uns unseren Eltern wegnehmen. Schlimm. Bitte tut mir nicht weh. Ja, ich tue dir auch nicht weh. Nein, ich will hier Igni behalten. Seewandpilze brauche ich nicht. Oder doch, ich nehme die mit. Komm. Ein paar kann man ja auf Lager haben. Ja, alles nehmen. Seewandpilze. Alter. Die Pilze sind immer so ein Horror gewesen in Witcher 3. Generell die Pflanzen. Auch das Schöllkraut. Es war eigentlich immer zu viel von den Pflanzen. Von den Pflanzen, die man nie gebraucht hat, gab es immer zu viel. Und die Pflanzen, die man regelmäßig gebraucht hat, waren, naja. Da ist noch eine Kiste. Ene mene miste, ich fasse dir in deine Kiste. So, hier, das nehmen wir. Ach so, unser Inventar ist voll. Natürlich, warum auch nicht? Regischer Krieg. Salpeter haben wir auch verkauft. Blauer Meteorit, das brauchen wir definitiv noch. Malmstein. Höllenhundseele. Ganz kleinen Augenblick. Ich kann ja mal ganz kurz schauen. Hier, wo ist es denn? Buch des Waldkauzes, hier. Buch des Waldkauzes. Schriftrolle mit Formeln für folgende Elixiere. Waldkauz erhöht die Ausdauerregeneration. Bindekraut gewährt Säureresistenz. Weißer Honig mildert die Auswirkungen anderer Gifte und Tränke. Schön. Und dann hatten wir noch... Wo ist es denn jetzt? Da. Höllenhundseele. Diese Notizen enthalten die Formel für einen Trank aus dem Überrest eines Höllenhundes. Nach Genuss gewährt der Trank ein Silbertalent. Oh. Oh. Schön. So, ich zeige jetzt erstmal hier, den mache ich mir jetzt irgendwie ans Hemd. So. Dann lasse ich das erstmal... Hallo? Kann ich das nicht ablegen? Mist. Schade. So, dann nehme ich einfach nur das mit und den Rest lasse ich hier. Ich gehe mal da nach hinten. Aha, hier ist sehr viel los. Ich kann hier sehr viel machen. Ja gut, also die Wand sieht wirklich brüchig aus, aber das hat auch einer zugemauert und nicht mal gut, wenn ich ehrlich sein darf. So. Art! Ich arde dich aus dem Weg. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht ausartet. Oh Gott. Wer ist das denn? Die sieht nicht nach einer Bedrohung aus. Doch, das ist eine Bedrohung. Ach Mist. Starker Kampfstil, würde ich sagen. Nein, schneller Kampfstil. Das ist hundertprozentig der Grund, warum sie die Kinder brauchen. Das heißt, wir müssen da kämpfen. Heißt, wir brauchen theoretisch eigentlich Tränke. Heißt... Naja, dass wir quasi zurück müssen zum Lagerfeuer. So, hier erstmal schön hier durchrollen. Ja, ich rolle nämlich. So, Feuerstelle. Neue Talente erworben. Schön, können wir wieder drei Talente verteilen. Schön. Hier, erfordert Schüler. Wir haben doch Schüler.
erfordert Bronzetalent. Haben wir doch. Leidensweg 1. Okay. Ach, hier. Ach so, natürlich. So. Das heißt, irgendwie haben wir jetzt schon ein bisschen verstärkt. Ist schon stärker als Art. Gefällt mir sehr gut, ehrlich gesagt. Was ist das denn? Aha, interessant. So. Folgendes. Alchemie. Yo. Alchemie, Furchtbringerblick. Mutagener Trank gewährt ein Bronzetalent. Katze. Schneesturm. Schwalbe. Oh, wir können Schwalbe machen. Seewandpilz. Wir können. Deswegen haben wir die Seewandpilze gefunden. Wir können nur eine Schwalbe machen. Das ist ja jetzt. Doch, wir können mehrere Schwalben machen. Schön! Drei. Wir können keine Schwalbe mehr machen. Schade. Wir können jetzt gar nichts mehr machen. Warum? Ach so, weil wir keinen Alkohol mehr haben, oder wie? Oder was? Oder wo? Oder wer? Alles nur mit wenig Alkohol. Okay, das heißt, wir haben keinen starken Alkohol mehr. Ach so, ich kann hier jetzt nicht speichern. Schade. Wie kann ich jetzt wieder aufstehen? Kann mir das auch irgendjemand erklären? Gar nicht. Ich muss 2 Stunden meditieren. Na gut, okay. Die Kinder werden schon zurechtkommen, die 2 Stunden jetzt. Gar kein Problem. So. Gut, das heißt, wir haben wieder volles Leben. Wir haben auch wieder Schwalbe, die wir uns hier schön in den Slot reindrücken können. Wo haben wir sie denn? Weißer Honig? Das ist nicht die Schwalbe. Wo ist die Schwalbe? Wo ist... Ja. Da. Schwalbe ist da oben. Hier. Schön. Haben wir wieder 3 Schwalben. Was ist das für ein Effekt? Ritual der Magie, natürlich. Ich werde aber trotzdem vorsorglich noch ein bisschen was essen. Schinkenbrot. So, und jetzt schauen wir da vorne mal, was da vorne los ist. Wer denn dieses Mütterchen hier ist. Guten Tag. Wer bist du denn? Abigail? Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. Abigail, seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Alter, was? Ach ja. Schön. Schön, schön, schön. Okay, also wir sind jetzt auf Abigails Seite. Ja. Seewandpilz. Schön. Alter. So. Hier komme ich raus, ne? Korridor. Was für ein Korridor?
habe ich mich zu schnell gedreht. Jetzt habe ich ganz kurz die Orientierung verloren. Hier komme ich nicht weiter. Hier ist der Ausgang. Okay, einen Ausgang will ich ehrlich gesagt noch nicht. Karte. Aha. Aha. Aha, aha. Aha. Okay, na gut. Folgendes erstmal. Charaktere. Abigail. In einem Haus im Umland lebt eine Hexe namens Abigail. Die Dörfler kaufen zwar Kräuter und Tränke bei ihr, sind ihr jedoch feindlich gesonnen. Alvin. Alter, wie viele. Ein Junge namens Alvin konnte dem Angriff der Bargästen entkommen, der seiner Pflegemutter das Leben gekostet hatte. Als Folge des Schocks sagte er die Zukunft voraus und rezitierte die Prophezeiung der Itline. Ich vermute, Alvin ist eine Quelle. Er besitzt magische Kräfte, die er nicht kontrollieren kann. Alvin lebte bei Abigail, bis die Hexe den Jungen dem Geistlichen übergab. Der Prediger wiederum überließ den weisen Jungen einer Gruppe von Schurken der Salamandra, die von den Bewohnern des Umlands verlangten, dass sie ihnen Kinder geben. Ich tötete die Banditen und rettete Alvin. Ja. Azar Javed, der Magier, griff Kaer Morhen an, weil er die in der Festung verwahrten Hexergeheimnisse stehlen wollte. Einer der Anführer der Streitmacht, die Kaer Morhen angriff. Entschuldigung. Alter, jetzt werde ich auch noch müde. Was ist denn das für eine Aufnahme heute? Alter. So. Einer der Anführer der Streitmacht, die Kaer Morhen angriff, war ein so mächtiger Hexenmeister, dass nicht einmal Triss Merigold ihm trotzen konnte. Die Organisation, die er anführt, trägt das Symbol eines Salamanders. Der geheimnisvolle Magier, der das Symbol eines Salamanders benutzt, ist ein begabter Alchemist, der Mutationen erforscht. Sein Name ist Azar Javed. Der exotische Name deutet an, dass er von weit her kommt. Ja, okay. Berengar. Wesemir erwähnte einen Hexer, der Kaer Morhen vor meiner Ankunft verlassen hatte. Sein Name ist Berengar. Berengar wurde vor meiner Ankunft im Umland gesehen. Er schloss einen Vertrag über die Bestie, verschwand dann aber. Vielleicht hatte er Angst vor dem Ungeheuer? Wahrscheinlich. Declan Leuwarden. Ich begegnete Declan Leuwarden, einem reichen Kaufmann aus Nilfgaard. Ach so. Ja gut, Leuwarden, ich hab's vermutet, ehrlich gesagt, ja. In einem Gasthaus im Umland. Leuwarden erscheint ein erfindungsreicher und wohlhabender Mann mit besten Verbindungen zu sein. Er lebt im Händlerviertel von Wüsimar. Tagsüber findet man ihn beim Deich, wo er seinen Geschäften nachgeht. Beim Deich also. Na, gute Nacht. Eskel. Der ruhige und vernünftige Hexer aus Kaer Morhen ist mein Gefährte. Ich frage mich, woher seine entstellende Narbe stammt. Das frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Geistlicher. Was macht der da? Der klatscht oder macht der Kamehameha oder was ist das, was der da macht? Anführer der Bewohner des Umlands ist ein dominanter Priester des ewigen Feuers, der sich Geistlicher nennt. Seine Autorität umfasst nicht nur das Reich des Spirituellen. Die Leute aus Stadt und Dorf und im Umland, Moment. Alter. Was für ein Kack heute hier. Im Umland befolgen seine Befehle in jeder Hinsicht. Der Geistliche ist ein religiöser Fanatiker und Scheinheiliger. Er findet mühelos Schuld, wo es keine gibt, und übersieht wahre Untaten, okay? Der Geistliche lebt in der Stadt, gleich links vom Tempel. Tagsüber betet er entweder oder kümmert sich um den Schrein. Ach so, der lebt gleich links vom Tempel. Das ist schön. Harenbrock. Harenbrock ist ein verdächtiger Kerl, der nur den Geistlichen fürchtet. Er verhöhnt das Gesetz und umgibt sich mit Schurken, die seine halbseidenen Geschäfte decken. Brock lebt im Umland der Stadt, in einer kleinen Siedlung am See, in dem er allein das Sagen hat. Er entfernt sich nie weit von seinem Haus. Brock führt ein Geschäft, das Waffen und alchemistische Zutaten für die Herstellung von Bomben führt. Ah.
König der wilden Jagd. Der König der wilden Jagd erschien wieder. Er stellte mir einige rätselhafte Fragen. Ich bin mir sicher, dass er mir bald wieder begegnen wird. Ach, das war der König der wilden Jagd? Ehrlich? Der hat sich aber verändert. Also, der wird sich aber verändern. Na holla, die Waldfee. Ich überlege gerade, weil mir fällt nicht mal mehr der Name des Königs der wilden Jagd gerade ein. Er liegt mir auf der Zunge, aber ich weiß es nicht. Verdammt. Ich müsste es ja auch schon wissen vom Gwint-Spielen her. Apropos. Gwint. Also ich sitze hier vergangenen Samstag. Naja, wobei wahrscheinlich schon vergangenen Samstag. Sitze ich jetzt gerade hier und nehme das auf. Und am Dienstag startet die Gwint-Beta. Alter, wird das geil werden. Alter. Ich bin gespannt auf die öffentliche Verlautbarung, aber ich denke, man wird es tatsächlich auch publizieren dürfen. Da werde ich vielleicht nochmal streamen. Also wenn ihr das jetzt hier seht und ihr wollt vielleicht auch ein bisschen Gwint sehen, dann könnt ihr ja auf twitch.tv/koronlp, alles klein und zusammengeschrieben, gehen und könnt da theoretisch eigentlich auch mal auf den Kanal, dann auf mein Profilbild klicken und vergangene Broadcasts schauen und schauen, ob ich da vielleicht auch ein bisschen Gwent gestreamt habe. Wenn ja, schaut einfach mal rein und vielleicht mit Gwent fange ich auch vielleicht an, ein bisschen häufiger zu streamen, weil Gwent ist ein Spiel, das sich möglicherweise auch zu einem Standardspiel bei mir entwickeln könnte. Zumindest laut dem Stresstest, was da war. Aber das war halt ein bisschen weniger umfangreich und ich denke, mit der Closed Beta wird das schon einiges Wunderbares ergeben, hoffe ich. So. Naja, sind da nicht mal ganz so viele. Lambert, der junge Hexer, den ich in Kaer Morhen traf, hat wirklich eine scharfe Zunge. Triss Merigold gegenüber ist er besonders unhöflich. Er spricht sie mit ihrem Nachnamen an. Leo. Leo ist der jüngste Bewohner von Kaer Morhen. Er ist kein vollwertiger Hexer, denn obwohl er seine Ausbildung abgeschlossen hat, wurde er noch nicht der Mutation unterzogen. Ah, meine Nase juckt. Alter! Leo macht einen unerfahrenen, hitzköpfigen Eindruck, aber er ist gutherzig und freundlich. Es scheint, dass Leo von mir fasziniert ist. Ich wurde sein Idol, als er die Balladen über den Weißen Wolf gehört hatte. Leo wurde vom Professor getötet, einem Rädelsführer des Angriffs auf Kaer Morhen. Der Junge war zu hastig und unerfahren. Ich konnte ihm nicht helfen, obwohl ich direkt neben ihm stand. Er war zu hastig und unerfahren? Du standest direkt neben ihm? Das habe ich anders in Erinnerung. Ich habe Leos Gesicht wieder gesehen, diesmal an einem Geist. Das erinnerte mich an mein Versagen in den Katakomben von Kaer Morhen. Okay. Mikul. Mikul wird sehr geachtet, da er es in die Stadtwache geschafft hat. Eine ansehnliche Karriere für jemanden aus dem Umland. Er scheint faul und lüstern zu sein. Die Probleme des Umlandes sind ihm einerlei, er verfolgt nur seine eigenen Interessen. Des Tags steht Mikul Wache beim Stadttor von Wysima. Odo. Die wohlhabendste Person im Umland ist ein grimmiger Trunkenbold, der sein Vermögen von seinem Bruder geerbt hat. Odo ist misstrauisch und ehrgeizig. Er lebt am Rand des Dorfes in einem eingezäunten Haus mit einem hohen Tor. Professor. Einer der Anführer des Angriffs der Salamandra auf Kaer Morhen war ein Mann, der Professor genannt wird. Offenbar ein listenreicher Meuchler, der andere Anführer war ein Magier. Es stellte sich heraus, dass der Angriff auf Kaer Morhen nicht die erste Missetat des Professors war. Der Haftbefehl verriet mir, dass sich auch die Justiz für meinen Gegner interessiert.